Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2 mit mir, dem Sebastian, und mit Vito Scaletta in seinem Schlafanzug oder was auch immer. Und ich, Leute, was ich gerade entdeckt habe, die ist so geil. Dieses Bügelzeugs hier, das sieht richtig stylisch aus an der Wand. Ich fand das ganz so lustig. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben im letzten Part Fensterputzer gespielt. Genau, wir haben mehr oder weniger ein ganzes Hochhaus in die Luft gejagt, haben ein bisschen Fensterputzen gespielt. Und was allerdings ziemlich tragisch war in der letzten Folge, das muss ich ehrlich sagen, das war der Tod von Marty. Das war unser Fahrer, der wurde getötet. Aber wir haben den Typen, der das getan hat, auf einer wilden Verfolgungsjagd verfolgt und ihn dann getötet. So, und dann habe ich ja den Part beendet und dann mussten wir noch nach Hause fahren. Das habe ich jetzt mal eben hier kurz vor der Aufnahme gedacht, weil ich mir dachte, das ist ja mit Sicherheit nicht ganz so interessant. Gut, jetzt sind wir aufgewacht und da klingelt das Telefon. Dann gehen wir mal ran. Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich hab deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Oh, Mann. Da hat Joe sich jetzt wahrscheinlich aus Kummer betrunken. Und jetzt müssen wir zum Lone Star, um Joe zu helfen. Allerdings habe ich eher so das Gefühl, dass wir nicht Joe helfen, sondern eher dem Barkeeper, weil Joe ihn nicht abknallen sollte. Was ziehen wir denn an? Ich habe das Gefühl, dass heute mal ein guter Tag für das Hemd wäre. Unser Lieblingshemd. Das nehmen wir mal direkt an hier. Boah, ich finde das Hemd so geil, weißt du? Müssen wir nochmal so mit Sicht auf die Toilette, müssen wir uns das Hemd nochmal angucken. Sehr nice. Okay. Dann fahren wir jetzt mal zur Bar. Mit unserem super geilen Wagen. Laufen wir erstmal durch den Vorgarten, so sieht's aus. Und holen unseren geilen Wagen. Oh, nein. Das ist kein geiler Wagen. Das ist ein geiler Wagen. Sogar ein sehr geiler Wagen. Und zwar, weil er einfach nur geil ist. Ab geht die Post, Junge. Alter, was? Dann bleibt der Mongo einfach mitten auf der Straße stehen. Der bleibt einfach mitten auf der Straße stehen, du. Wo hab ich denn fahren gelernt, Freundchen? Boah, da muss ich erstmal umfahren. So. Jetzt kannst du mich fragen, wo ich fahren gelernt habe, Freundchen. Ganz ehrlich. Echt, ey. Da bleibt er mitten auf der Kreuzung stehen und beschuldigt mich, wenn ich ihn reinfahre, wo ich ihn bitte schon fahren gelernt habe. Nee, nee, Freundchen, nicht so mit mir. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier heil am Ziel ankommen. Weil meine Fahrkünste lassen mal wieder zu wünschen übrig, aber naja. Ah, hier sind wir schon da. Dann packen wir jetzt professionell ein. Ja, okay, eher semi-professionell, aber egal. Dann machen wir das Ganze halt im Rückwärtsgang. Upsala. Warte mal, das schaffe ich. Nein. Nein. Ja, schön. Wir haben dabei auch fast keine Kratzer bekommen oder irgendwas anderes beschädigt. Das ist doch schon mal sehr positiv. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben. Aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute.
Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Genau. Im Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Martin. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die scheiß Knarre weg, bevor noch was passiert! Oh, lol. Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm her schon. Lol, da hat er den Eis... Lol. Ich meine, es ist klar, dass der das nicht wollte, aber da hat der Eis halt den Barkeeper umgelegt. Lol, ey. Jetzt bin ich gerade leicht verwirrt. Ich meine, Joe ist vollkommen fertig. Der ist fertig mit der Welt, ja, aber jetzt mal ehrlich. Naja, okay. Das musste ja passieren. Wieso kann ich einen Tag mal irgendwas nicht passieren? Ja. Ich glaube, das hat Sinn ergeben. Ich weiß aber nicht so richtig. Naja. Dann schaffen wir die Leiche mal von dem Tuppes hier. In den Kofferraum. Ach, zuerst Joe nach Hause bringen, ja? Mit einer Leiche im Kofferraum. So sieht's aus. Naja, ich bin mal auf die Konversation jetzt gespannt mit Joe. Sagt er überhaupt was? Sorry. Boah, jetzt muss ich wieder mit seinem Gammelauto fahren. Sie ist jetzt falsch wieder... Lol. Die Polizei will dich festnehmen? Wieso das denn? Wieso will die Polizei mich festnehmen? Was habe ich denn gemacht? Siehst du, weißt du, das stört mich an dem Game. Das Game ist mega geil, aber die Polizei nervt. Ich weiß nicht, wieso die mich jetzt festnehmen will. Wieso rammt die mich denn, die Wichspolizei? Ey, ich schwöre, ja? Ich raste gleich aus, wirklich. Jetzt bin ich... Wieso soll ich den verfickten Motor abstellen? Willst du mich flachsen? Jetzt rammt mich doch nicht alle. Ihr versperrt die ganze Straße hier. Nein, ich stelle bitte nicht mehr Motor ab. LOL. LOL. Alter, was ist denn jetzt los? Steig wieder in deinen Wagen, ja? Verhaftung widersetzen mit 600 Euro? Dollar bestechen? Eine Hand wäscht die andere. Rühr dich nicht vom Fleck. Okay, und jetzt Abflug, bevor ich mir... LOL. Nö, der Mongo, dann machen wir das erneut. Je nachdem, wo wir wieder neu laden müssen. Echt, der, was ist da denn los? Wir haben doch nur irgendwas gerammt und uns. Oh, ja, klar. Er will natürlich erstmal die Luft ziehen, so sieht's aus. Hä? Was ist denn gerade passiert? Ich hab. Ah, es ist auch egal. Nee, aber ganz ehrlich, das Game ist geil, aber die Wix-Polizei, die nervt. Was steht denn da? Above and beyond the Call of Duty. Wie heißt der Typ? Perry Miller? Weiß ich nicht. Naja. Aber wir haben noch nichts gemacht. Wir haben doch... Oh Gott, ey. Ah, manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ganz ehrlich nicht. Echt nicht. Vielleicht, weil wir eine Leiche im Kofferraum hatten, aber das kann doch niemand sehen. Wie soll denn das jemand sehen? Nur weil wir irgendwo gegenfahren. Ah, ich krieg die Krise. Ich kriege echt die Krise hier. Wie gesagt, geiles Game, aber scheiß Polizei. Und die zerstört... Na komm, geh mal weg, Frau da. Echt, und die Polizei, die zerstört manchmal echt das Spiel ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Das verstehe ich echt nicht, wieso. Also irgendwie, keine Ahnung. Die Polizei mag mich nicht. Irgendwie mag die mich nicht. Naja. Gut, dann, wo müssen wir den Typen eigentlich hinbringen? Och Gott, jetzt müssen wir zum Arsch der Welt. Ah, das machen wir natürlich gerne. Das machen wir natürlich gerne. Die Sache ist die, weshalb mich das jetzt auch ein bisschen ärgert. Momentan läuft ja, ich weiß jetzt nicht, ich weiß wirklich nicht, wie es momentan mit unserem Upload-Plan aussieht.
aber momentan müsst ihr eventuell schon das Let's Play von Outlast mit Facecam von Justus kommen. Also schon dran sein, also schon laufen. Und jetzt, wenn wir da noch ein Let's Play haben, jetzt haben wir noch Mafia. Und am 10. September kommt auch noch Amnesia 2 raus, dass ich auch Let's Play möchte mit Facecam. Dann haben wir so viele Projekte laufen und da möchte ich ehrlich sagen, da möchte ich jetzt Mafia 2 so schnell wie möglich durchkriegen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich jetzt keinen Spaß mehr am Spiel habe und das ganze Ding jetzt nur noch so schnell beenden möchte, wie es geht. Nein, natürlich nicht. Ich habe riesig Bock auf das Game, aber das bedeutet halt auch andererseits, dass ich ja eventuell längere Parts machen werde und dementsprechend auch versuche, ja, das ganze Ding so schnell wie möglich irgendwie zu beenden. Ja, ja. Möglichst wenig Unfälle bauen gehört auch dazu, allerdings werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich meine, bis jetzt ging es ja eigentlich. Also ich habe noch nicht so viele Unfälle gebaut. Das ist schon mal, ich denke, das kann man schon mal sagen, da habe ich mich gebessert. Zumindest ein bisschen. Autsch, 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 autsch. Autsch, die Reifen, die tun mir ja nur beim Zugucken schon weh. Pass auf, jetzt gleich ramme ich, jetzt gleich... Ja, ich will es gar nicht sagen, aber es gleich ramme ich wahrscheinlich oder ich streife nur irgendwas, ja. Und die Polizei, die da gerade noch hinter mir gefahren ist, die kommt aus ihren Löchern, die dreht um die Kreuzung herum und meint dann wahrscheinlich, mich wieder festnehmen zu müssen. Das wäre ziemlich suboptimal, aber das kann ich mir gut vorstellen bei der Polizei. Naja, ich denke mal, ich habe jetzt genug gelästert. Gut, bitte da. Ah. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid wegen... Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Beseitige die Leiche, lass dich dabei nicht erwischen. Ja, das versuchen wir. Jetzt muss ich wieder nach da oben, wenn ich krieg die Krise. Dürfte ich jetzt erstmal nicht gegen die Wand fahren und ich darf mich dabei nicht erwischen lassen. Das bedeutet, wenn wir wahrscheinlich einen Unfall bauen oder so und die Polizei uns dabei sieht, dann... Oh mein Gott, Polizei! Boah. Da wäre schon fast gewesen. Ja, dann hätte ich jetzt echt die Krise gekriegt. Ah, ich kann wetten, dass ich wieder irgendwelche Scheiße baue und dann wieder irgendwo gegenfahre und dann kommt die Polizei und dann bin ich aufgeflogen. Dann muss ich die Mission wieder von vorne starten und hast sie nicht gesehen. Naja. Aber ich glaube, der Weg ist jetzt nicht allzu lang. Von daher geht das ja halbwegs. Naja. Man sieht gar nicht so viele Sterne, das ist ja voll langweilig. Oh mein Gott, Kurve. Komme ich da in der Mitte durch? Ja, komme ich. Oh yeah, durch die Mitte. Oh mein Gott, Auto. Ja, okay. Hallo, Polizeiwagen. Naja, okay, meine Fahrkünste, die lassen immer noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber naja. Ich denke, sie haben sich schon ein bisschen gebessert. Mehr oder weniger. Autsch, autsch, autsch. Sorry. Upsala. Ups. Oh, 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 oh. Upsala. Komm. Hoch mit dir. Oh, Mann, 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 Mann. Das war ja schon wieder eine Fahrt. Jetzt muss ich nach oben, um das Ding zu bedienen. Und dann ist das geregelt für heute. Ich sollte nach Hause, ich bin fertig. Das können wir gerne machen. Nur mit welchem verkackten Auto? Guck mal, ist das jetzt so ein kleiner Ballen? Oh, schade, man sieht den Ballen gar nicht mehr. Oh, langweilig. Ja, mit was für einem Auto fahre ich jetzt nach Hause? Komm. Das ist ein Schrottplatz. Hier steht doch mit Sicherheit noch irgendwelche Wagen rum. Ne, mit dem Mongo-Wagen fahre ich doch nicht nach Hause. Ne, der auch nicht. Der ist kaputt. Alter, was mache ich denn jetzt? Aber da muss ich mit dem Wagen fahren. Ah, obwohl das nicht mein absoluter Lieblingswagen ist. Wird es, denke ich, wohl klappen. So, schlagen wir ihm die Scheibe ein. Wir haben ja nichts gemacht. Und fahren zurück nach Hause und legen uns da erstmal ins Bett. Und dann gucken wir mal, was so der nächste Tag bringt.
Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht noch einen Barkeeper erschießen, aus Versehen. Beziehungsweise, dass Joey sich dann am nächsten Tag wieder ein bisschen in den Griff hat. Mal gucken, wie es wird. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier keinen Unfall mehr bauen. Na, guck mal, ist da ein Rotlichtmilieu oder so? Ne, schade. Das sah gerade so aus. Da auch schon. Guck mal, das sieht alles so pink aus. So. Naja. Ich weiß es nicht. Was für eine Farbe das ist. Jetzt ramm ich doch nicht, Fräulein. Echt, ey. Sieht doch immer auf Streit aus, ganz ehrlich. Naja. Boah, ganz ehrlich, mit so einer... Alter. Na, komm doch schon. Alter, ich krieg die Krise. Ey, der Tag kann nicht mehr schlimmer werden. Echt. Unser Freund hat aus Versehen Barkeeper erschossen. Wir haben die Leiche weggebracht. Ja. Wir müssen mit so einem total scheiß Auto durch die Gegend fahren. Und werden jetzt auch noch von der Polizei verfolgt. Oh, Gottes Willen, ey. Wie gesagt, der Tag kann nicht mehr besser werden. Einzig Schöne ist, dass wir so eine richtig geile Aussicht da gerade im Hintergrund haben, aber sonst ist alles nicht so dolle. Jetzt werden wir die Polizei nicht los, oder wie? Komm, geht mal alle aus dem Weg hier. Muss ich die Polizei erst loswerden? Ist da was Scheiß drauf? Die sieht mich mit Sicherheit nicht mehr, wenn ich hier bin, wa? Nö, sie sieht mich nicht mehr. Haha, sie sieht mich. Oh mein Gott, die kommt da rum. Jetzt sieht sie mich doch nicht mehr. Was soll das? Ich gehe jetzt einfach ins Haus rein. Wieso muss ich zuerst die Kopf... Ich habe die Kopf so abgeschüttelt. Am Arsch, Junge. Gehe ich das wieder hinter das Haus? Na komm, wo bin ich? Ha? Siehst du mich noch? Ich habe die Kopf doch schon abgeschüttelt. Was soll das? Ja, die sind doch schon weg. Ja, na gut. Da läuft man einmal um sein Haus rum und schon sind die Cops abgeschüttelt. So sieht's aus. Gut, dann gehen wir erstmal schön eine Runde schlafen. Gute Nacht. Gutes Nächtle. Oh Gott, mein Gott, mein Deutsch. Ah, eklig. So, neues Kapitel habe ich gehört. Ja, Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta, 27. Juli 1951. Wer zum Teufel ist das? Wer zum Teufel ist das? Mach die Tür auf. Ja, das kann ich natürlich machen, aber soll ich mich mal zuerst umziehen? Ja, weiß ich, zieh mich zuerst mal um ihn. Und zwar mein teurer... Lol, ich habe einen teuren Anzug. Das ist ja geil. Lol, ich habe jetzt auch noch so einen Freizeitanzug. Oh Gott. Das heißt, wir scheißen erstmal auf die ganzen Anzüge. Ja, wir machen jetzt einfach mal so die Tür auf. Mal gucken, was kommt. Oh Gott, zieh dich um, Kleidung findest du im Kleiderschrank. Alles klar, dann ziehe ich aber nicht den Freizeitanzug an, weil der sieht doof aus, sondern den teuren Anzug. Freizeitanzug mit drin. Boah, ich zieh mal den teuren Anzug an, das sieht mit Sicherheit richtig nice aus. Oh mein Gott, das sieht geil aus. Oh mein Gott, ich muss niesen. Einen Moment. Ah. Boah, das ist so schlimm. Ah, wenn du dieses Kitzeln in der Nase hast, ja, und weißt, du musst niesen, du kannst aber nicht niesen. Ja, okay, jetzt ist es weg. Alles klar. Dann machen wir mal die Tür auf. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Arbeitet Henry nicht für die Familie, dessen Kopf wir getötet haben in dieser Fensterputzer-Mission? Folge Henry in sein Auto. Das mache ich doch gerne. Aber was will der jetzt auf einmal von uns? Weißt du wohl, wie alle anderen auch. Hör mal, Vito, ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebunden. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Das heißt, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du
Hey, könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. John, ich kann für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. Ja, okay, weil der Henry, der war ja eigentlich... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Ich hab mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sag ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, Schwein. Hast nur deine Arbeit gemacht. Na, das stimmt natürlich. Aber der Henry, der ist das Gefühl, richtig nett, muss ich sagen. Aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Hey, du Genie. Ich auch nicht. Rot heißt Stopp. Ja, ganz ruhig, man. Glaubst du, ich achte auf Ampeln? Was ist? Upsala. Sorry. Oh, sorry, Baum. Nein, will ich gar nicht. Sei mal ruhig. Entspann dich. Genau, entspann dich. Genau, wir fahren auch direkt ins Hotel rein. Guck mal so. Raus hier. Ja, aber dieser Henry, der ist mir echt ziemlich sympathisch. Den muss ich ehrlich sagen, den mag ich ziemlich gerne. Den mag ich sogar echt ziemlich gerne. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarper. Sehr erfreut, Mr. Scarper. Sag nicht Mr. Scarper, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich hab grad nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas hier raus. Aber ich war mal mit Luca Guarino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar.
Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Da musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt, wird keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Warne Leo? Wieso soll ich Leo warnen? Ah, super, jetzt, dann sind wir ja total verstrickt in die Familie und dann... Ah, super, ey. Ja, auch immer wieder gerne. Geh schnell zu Leo, Henry wird bald da sein, alles klar. Dann schlagen wir einfach die Scheibe ein, scheiß drauf. Ja, guckt doch nicht alle so. Jeder darf das machen hier. Hallo. Am Arsch, Junge, wie kannst du mich gesehen haben, du Mongo? Jetzt mal ganz ehrlich. Die können mich gar nicht gesehen haben. Ach, Gottes Willen. Jetzt muss ich bis nach da oben fahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Leo ist einerseits wirklich richtig nett gewesen, aber andererseits, wir arbeiten ja auch für die andere Familie und wenn ich den jetzt warne, dann verraten wir die Familie und dann... Oh, um Gottes Willen. Das ist viel zu kompliziert. Ich mach's einfach. Alles klar. Ich mach's einfach mal. Dürfen wir nur nirgendwo gegenfahren. Ah, verdammt, jetzt sieht die Polizei uns wieder. Verdammt! Ja, okay, die Polizei ist weg. Ne, die holt uns nicht mehr ein, so sieht's aus. Das einzig Doofe ist, dass wir gleich wahrscheinlich sofort wieder Polizei hinter uns haben, weil wir so schnell fahren. Aber naja. Sorry. Na super. Oh lol, oh lol, oh sorry, oh mein Gott, was mache ich hier? Alter Verwalter, was mache ich hier? Um Gottes Willen. Alter, ich mache hier so eine Randale mit den Autos und mit... Oh Gott. Aber erstmal sind wir eventuell die Polizei wieder los. Wieso sind wir die Polizei nicht los? Ah doch, jetzt wären wir so langsam los. Alles klar, Polizei ist weg, sehr schön. Dass wir rechtzeitig bei Leon sind. Bei Leo sind. Alter, was wird? Ah ne, okay, das müsste klappen. So, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Los, mach die Tür auf, Tür öffnen. Auf und zu Leo. Ah, mein Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, war das knapp. Leo, bist du da? Leo? Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieß dir ein zweites Leo, Loch in Leo, Arsch. Lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen! Leo, wir haben keine Zeit! Sie wollen dich aus dem Weg räumen! Du musst weg hier! Was? Komm rauf, Vito! Hier kriege ich kalte Füße! Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen! Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen! Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen?
Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden. Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen. Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen. Ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Na, super. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Aber wo? Entkomme mit Leo. Lass dich nicht von Henry erwischen. Ja, wie? What the fuck? Wie soll ich das machen? Wie zum Teufel soll ich das machen? Wir können uns unter Bett verstecken. Ja, klar. Bist du irre? Oh, schade. Wieso denn nicht? Das wäre doch die einfachste Lösung. Können wir uns hier verstecken? Im Bad. Vielleicht könnten wir uns in der Dusche verstecken. Das ist nicht gerade die beste Idee, Kleiner. Oh, wieso nicht im Wandschrank? Komm da. Vito! Lol. Verdammt, was machst du hier? Lol. Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe runter und schick die Jungs weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Na super. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Oh nein, bitte nicht. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo? Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Das ist schön. Das ist richtig cool. Tja, hauen wir ab. Bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist sogar eine richtig gute Idee. Geht's hier raus? Nein, natürlich nicht. Wo geht's denn jetzt raus? Hier bin ich doch reingekommen. Lol, da bin ich reingekommen, hundertprozentig. Jetzt will ich da auch wieder raus. Hallo, lass mich raus. Hä, hey, lol. What the fuck? Ich will jetzt ja nichts sagen, aber ich komme hier nicht raus. Hallo. Da war doch der Ausgang, da bin ich doch rausgegangen. Hä? Leo. Leo, mein Schatz, wo bist du? Da, nee, Leo. Leo, wo bist du? Also will er mich verarschen oder was? Okay, ich meine, der hat ein geiles Haus, das muss ich ja mal ehrlich sagen. Aber wo ist denn Leo jetzt hin? Hallo. Da komme ich nicht raus. Ist Leo hier? Ach, der ist die... Oh, Gottes Willen, der ist hier rausgegangen. Oh. Das kann man ja auch nicht wissen. Naja, wenigstens... Oh, ein geiler Wagen. Geiler Wagen, geiler Wagen, geiler Wagen, geiler Wagen. Oh, yeah.
Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Da ist was Wahres dran. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Vito. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Lastheim. Ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks in einem Schirmchen drin. Das ist geil. Klar. Wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Nein. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Tja. Ich hätte gedacht, jetzt wird er erstmal von dem roten Auto überfahren oder so. Das wäre ja mal awesome. Also, wäre es nicht, aber es wäre leicht lustig. Okay. Dann fahren wir mal wieder nach Hause. Nach dieser guten Tat. Naja, aber ganz ehrlich, das... Naja, jetzt im Nachhinein hätte ich auch Leo gesagt, Freundchen, da will ich jemanden umbringen. Ja. Lol. Alter, ich fahre einfach überall gegen, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, ich fahre überall gegen, voll schlimm. Naja, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich muss ehrlich sagen, meine Fahrskills, die halten sich immer noch leicht in Grenzen. Oh Gott, ich fahre echt überall gegen, das kann ja nicht wahr sein. Echt schlimm sowas. Ja, aber im Endeffekt, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, dass Vito ihn jetzt warnt. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, war eine gute Entscheidung, weil Leo, der ist total nett und weiß ich, der hat uns ja echt im Gefängnis geholfen und der war wirklich wie ein Vater zu uns und so jemanden, den möchte man nicht verlieren. Beziehungsweise, da möchte man nicht wissen, dass es den Menschen nicht mehr gibt und ich glaube, nein, habe ich nicht. Der Wagen ist auch ganz cool, den parke ich auch mal einfach hier. Nee, warte, den möchte ich ja in die Einfahrt, einen Moment. Den schiebe ich in die Garage. In der Garage parken, alles klar. Und dann gehen wir mal pennen. Oder auch nicht. Was machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein, aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesem Dreckskerl polier ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise okay. Ist er alles dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge. Ich pack ihn schon nicht so hart an. Ich versuch's, also ich muss ehrlich sagen, wenn der meine Schwester schlägt, ja, dann kriegt der erstmal gleich ordentlich ein paar aufs Maul. Naja, gut, dann öffnen wir mal die Garage, das nehmen wir nicht. Warte, was ist denn jetzt der Unterschied? Nehmen wir mal das Ding da, das ist der Wagen, den ich da von Leo mitgenommen habe. Nehme ich den jetzt mal. Auch cool, manchmal fahren wir so extrem schnell und unser Hut hier, unser Zylinder, der sitzt immer perfekt. Bei 180 km/h, weißt du, ungefähr 180 km/h Fahrtwind und der Hut sitzt. Der Hut sitzt einfach wie angegossen, als ob er festgeklebt wäre. Oh, sorry, das war ein Hydrant aus, sorry, das war ein Licht. Oh ja, hier wären wir schon. Oh mein Gott, also wenn das nicht geil eingepackt war, ja, dann weiß ich es auch nicht. Naja, zumindest halbwegs.
So, dann gucken wir mal, wo er ist. Ja, das sieht schon mal sehr einladend aus hier mit dem Ding da. Das ist schon schräg scheint. Was ist denn das da? General Order. Wahrscheinlich sowas wie die Hausordnung hier. Naja. Aber das sieht aber alles nicht so bombastisch toll aus hier. Oh nein, da läuft Rock Around the Clock oder so. Dark Round. Rock, rock, rock till the broad daylight. Da, 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 rock, around the clock tonight. Das Lied ist saugeil einfach nur. Oh lol. Hallöle. Aber das Lied ist geil. Rock Around the Clock von Bill Haley heißt der Typ, meine ich, oder so, der Sänger, weiß ich nicht. Das Lied ist einfach derbsgeil, das müsst ihr euch unbedingt mal geben. Okay, bin ich hier an der richtigen Dinges hier? Seven. Da, 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 da. Boah, ich liebe das Lied einfach. Das ist richtig geil. Rock, rock, till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Da muss ich irgendwie mal mitsingen. Ich finde das saugeil einfach nur. Mit zugedröhntem Mann reden? Das mache ich gerne. Wo ist Eric? Scheiß auf Eric. Zieh dir was rein. Erstmal was reinziehen. Wo ist Eric? Komm. Schieß schon los hier. Bist du Eric? Eric. Nein, bist du nicht. Bist du Eric? Du bist Eric. Hey, willst du was davon? Ist echt guter Stoff, Mann. Ja, Gott, ey. Bist du Eric? Wo ist Eric? Bist du blind? Ja, befummelt die Kleine beim Kühlschrank. Au, das ist also Eric. Hallo, lieber Eric. Es tut mir jetzt sehr leid, dass ich euch dabei störe, aber Eric, ich muss was reden mit dir. Eric! Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun. Klar? Aua! Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch! LOL! LOL! Ich zeig's dir, du schlägst keine Frau. Nee, Freundchen, du schlägst keine Frau. Nee, Freundchen, du schlägst keine Frau. Und vor allem nicht meine Schwester. Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen. Und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Da ist aber jemand sauer. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Ja, das war meine eindeutige Ansage. Geh nach Hause, das machen wir doch gerne. Na, Freundchen, sorry, dass ich euch die Party vermiest habe, aber... Das geht nicht, was ihr da macht, Jungs und Mädels. Na super, jetzt regnet es auch noch. Da kann man mit Sicherheit super doll fahren. Wahrscheinlich fahre ich jetzt noch mehr gegen alles Mögliche, was hier so rumsteht. Mein Gott. Okay. Ah gut, der Weg nach Hause ist ja nicht so lang. Jawohl, erstmal kommen wir nicht raus, weil wir irgendwo gegenfahren. So sieht's aus. Das ist doch immer sehr schön. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt noch ein bisschen heiser. Ich weiß aber gerade nicht, wieso. Vielleicht war ich so ein... Mehr oder weniger gerade ins Mikro schreie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich was im Hals. Schlimm sowas, wenn man was im Hals hat und nicht weiß, wie es rausgeht. Das ist ein bisschen doof. Naja. So, Kollege Turnschuh, wir möchten dich nicht rammen. Hallo Polizei, dich möchten wir auch nicht rammen. Oh mein Gott. Na super, da habe ich schon mal... Da habe ich mich mal wieder fast umgebracht und habe die Einfahrt verpasst. Naja. Oh, ich habe jetzt so einen Ohrwurm von Rock Around the Clock. Oh, der hab's geil einfach mal. So. Erstmal gegen die Garage fahren, so sieht's aus. Gut, dann gehen wir uns einfach mal schlafen und oh, was klingelt denn jetzt schon wieder? Oh, ich krieg die Krise. Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito.
ja? Lass dich nicht mehr blicken. Ui, jetzt ist unsere eigene Schwester schon nicht mehr so gut davon zu sprechen. Sie hat uns den Rücken zugekehrt. Ja, ich meine, andererseits, wenn man so im Mafia-Geschäft ist, dann ist das mit Sicherheit auch eine ziemliche Wandlung, die man dann hat in sich selber, weil man halt echt dann Tag für Tag Menschen umbringt und naja. Na gut, dann legen wir uns mal ins Bett, mal gucken, was dann so passiert. Fackel die Bude ab! Mach schon! Du Ithaka! Oha! Was ist denn da los? Scheiße! Oh ja, mein Haus, das ist mächtig scheiße, dass das brennt, auf jeden Fall. Ja, mit dieser mächtig großen Scheiße beende ich dann auch diesen Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wie ich es auch schon im letzten Part gesagt habe, die Parts, die werden jetzt immer so um eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch eine Stunde oder so dauern, weil ich das Ding jetzt einfach möglichst schnell über die Bühne kriegen möchte, weil ich halt versuchen möchte, dass, wenn jetzt noch Amnesia 2 rauskommt, also wenn ich Amnesia 2 Let's Play und dann auch noch Outlast Let's Played wird momentan von Justus, dass wir dann nicht so einen extrem vollen Uploadplan haben und wir dann im Prinzip YouTube mit unseren Videos zuspammen, das möchten wir natürlich auch nicht. Und bis dahin macht euch noch einen schönen Tag, genießt das Wochenende und wir sehen uns dann eventuell im nächsten Part wieder. Bis dahin macht euch noch einen schönen Tag, ciao, ciao.